Ich finde, es gibt zu viele Wirklichkeiten. Was ich hier niederschreibe, ist so lange wahr, bis ein anderer dieselbe Strecke fährt und die Welt nach seinen Vorstellungen neu arrangiert. Im Herbst 1960 bricht der Schriftsteller John Steinbeck zu einer großen Reise auf. 11 Wochen wird er die USA umrunden. Der Bericht, der aus dieser Reise entsteht, soll eines seiner beliebtesten Bücher werden. Ein teils prophetischer Blick ins Innenleben der Vereinigten Staaten. Viele meinen, die Reise mit Charlie sei eine Autobiografie, aber für ihn war es ein Roman. Er war Schriftsteller, nicht Biograf. Das Buch sollte unterhalten und er wollte seine Erfahrungen teilen. Bei dieser Reise ging es um seine Rückbesinnung auf Amerika. Er wollte das Amerika finden, das er verloren glaubte. Als ich noch sehr jung war und den Drang verspürte, irgendwo anders zu sein, wurde mir von reifen Menschen versichert, die Reife werde dieses Jucken kurieren. Als ich das Alter erreicht hatte, das mich als reif beschrieb, war das mittlere Alter die verschriebene Medizin. Im mittleren Alter wurde mir versichert, das höhere Alter werde mein Fieber besänftigen. Und jetzt, wo ich 58 Jahre alt bin, wird das Greisenalter es vielleicht tun. Nichts hat bisher geholfen. John Steinbeck ist bereits zu Lebzeiten einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Seine Bücher Früchte des Zorns und Jenseits von Eden sind Klassiker der amerikanischen Literatur. Steinbeck ist ein Schriftsteller bis ins Mark und ein uramerikanischer Erzähler, der das Leben seiner Landsleute in einem vielseitigen Werk festhält. Er schreibt Romane, Kurzgeschichten, Essays, Reportagen, Theaterstücke und Drehbücher für Hollywood. Seine Romane werden immer wieder verfilmt. Gemeinsam mit seiner Frau, der erfolgreichen Bühnenmeisterin Elaine Steinbeck, leistet sich der Autor ein Leben zwischen New York City und Sag Harbor, einem Fischerdorf an der Küste von Long Island. Hier arbeitet der leidenschaftliche Selbstkritiker diszipliniert und akribisch. Er folgt strengen Ritualen, wärmt sich jeden Morgen mit dem Schreiben von Briefen auf, hält stets einen Fundus an Bleistiften und Lexika bereit und schreibt täglich zwischen 8 und 9 Stunden. Die Bewohner von Sag haben John und Elaine herzlich aufgenommen, denn die beiden hatten keine Allüren und wollten einfach ihre Ruhe haben, wie die Ortsansässigen auch. Sie lebten zurückgezogen. John umgab sich am liebsten mit seiner Familie und mit engen Freunden. Das sind Persönlichkeiten wie der Hollywood-Regisseur Elia Kazan oder Arthur Miller und dessen Frau Marilyn Monroe. John und Elaine sind gern gesehene Gäste auf Premierenfeiern und Partys im Big Apple. Doch genau dieser Lebensstil zwischen Schreibhütchen und Cocktailpartys bringt den Schriftsteller Steinbeck in die Bredouille. In Amerika lebe ich in New York. Aber New York ist so wenig Amerika, wie Paris, Frankreich oder London, England ist. So entdeckte ich eines Tages, dass ich mein eigenes Land nicht mehr kannte. Zu lange hatte ich die Sprache Amerikas nicht mehr gehört, sein Gras, seine Bäume, seine Abwassergräben nicht mehr gerochen, seine Hügel und Gewässer nicht mehr gesehen, seine Farben und die Eigenart seines Lichts. Und nicht nur das. Ich hatte das Land seit 25 Jahren nicht mehr gefühlt. Kurzum, ich schrieb über etwas, das ich nicht kannte. Und mir scheint, bei einem, der sich Schriftsteller nennt, ist das kriminell. Daher geht John Steinbeck auf Wiederentdeckungstour. Operation Windmills, wie er sie selbst ironisch nennt. Seine Mission? Ein alter, idealistischer Don Quixote will sein Land neu erfahren. Steinbeck bereitet den Trip gründlich vor. Er baut einen Kleinlaster zu einem Wohnmobil um. Es kam im August. Ein prächtiges Gefährt, stark und doch wendig. Es ließ sich fast so leicht handhaben wie ein Personenwagen. Und weil meine geplante Reise schon ein paar sarkastische Bemerkungen unter meinen Freunden hervorgerufen hatte, taufte ich es Rosinante, was bekanntlich der Name von Don Quixotes Pferd war. Steinbeck reist gegen den Uhrzeigersinn, als wolle er die Zeit zurückdrehen.
Er will autark bleiben, packt seine Rosinante voll mit Dosenmahlzeiten, Kochgeschirr, Landkarten, Kleidung für alle Wetterlagen und, wie er selbst sagt, genug Schreibmaterialien, um 10 Bände zu füllen. Völlig überladen bricht er von Sag Harbor aus in Richtung Neuengland auf. Um unauffällig und aufnahmefähig zu sein, reist Steinbeck allein. Nun, nicht ganz allein. Es ist einige Jahre her, dass ich allein gelebt habe. Namenlos, ohne Freunde, ohne all jenen Schutz, den einem die Familie, die Nachbarn und Bekannten geben. Aus diesem Grund nahm ich mir einen Gefährten mit auf die Reise. Einen alten französischen Pudelherrn namens Charlie. Eigentlich heißt er Charles Le Chien. Er ist ein sehr großer Pudel in einer Farbe, die man Bleu nennt. Und wenn er sauber ist, ist er tatsächlich blau. Charlie ist ein geborener Diplomat. Er zieht das Verhandeln dem Kämpfen vor, was sehr vernünftig ist, denn er ist ein sehr schlechter Kämpfer. In jenem Herbst 1960 steht Amerika vor der Präsidentschaftswahl. Im November werden die Amerikaner mit nur 112.000 Stimmen Vorsprung John F. Kennedy wählen und nicht Richard Nixon. Das Land ist gespalten zwischen dem konservativen Nixon und dem Versprechen Kennedy, dem jüngsten aller US-Präsidenten, der die große Erneuerung bringen soll. Beherrschendes Wahlkampfthema ist der Kalte Krieg und der russische Staatschef Nikita Chruschtschow, der kurz zuvor seinen berühmten Wutanfall in der UN-Vollversammlung bekommt, bei dem er mit dem Schuh auf dem Tisch getrommelt haben soll. In dieser politisch aufgeheizten Stimmung erhofft sich Steinbeck tiefe Einblicke in die Seele seiner Landsleute. Er meidet die großen Städte und bereist die ländlichen Gebiete. Er will dem einfachen Volk näher kommen, um Amerika mit all seinen Gegensätzen und Absonderlichkeiten wieder zu entdecken. Ich kann mich nie an die Tausende von Antiquitätenläden an den Straßen gewöhnen, die alle überquellen von echtem und beglaubigtem Plunder aus früheren Zeiten. Allein an den Straßen Neuenglands werden genügend Antiquitäten feilgeboten, um die Häuser einer 50-Millionen-Bevölkerung zu möblieren. Wenn das zerbeulte, gesprungene und zerbrochene Zeug, das unsere Vorfahren loswerden wollten, jetzt so viel Geld einbringt, was wird dann erst ein 1954er Oldsmobile oder ein 1960er Toastmaster einbringen? Und ein Waring-Mixer? Herrgott! Die Möglichkeiten sind unerschöpflich. Wenn es hier so aussieht, als sei ich übermäßig an Gerümpel interessiert, so liegt das daran, dass ich es bin und dass ich einen Haufen davon habe. Mithilfe ausgefeilter Techniken will Steinbeck mit den Menschen ins Gespräch kommen. Er kauft einen halben Liquor-Store auf, um die Leute auf einen Drink in Rosinante einzuladen. Und er besucht regelmäßig Autobahnraststätten, Diners und Kirchen. Sonntagmorgen in einer Stadt in Vermont rasierte ich mich, zog einen Anzug an, polierte meine Schuhe, machte mich fein und sah mich nach einer Kirche um. Der Gottesdienst tat meinem Herzen und hoffentlich auch meiner Seele wohl. Es war ziemlich lange her, dass ich eine solche Ansprache gehört hatte. Wir haben uns daran gewöhnt, zumindest in den Großstädten, von unserer psychiatrischen Priesterschaft zu hören, dass unsere Sünden in Wirklichkeit keine Sünden sind, sondern bloß Zwischenfälle, verursacht von Kräften, die sich unserer Kontrolle entziehen. Nichts von solchem Unsinn war in jener Kirche zu hören. Heute beenden wir die Lehre von der Sünde. Sünde ist Sünde. Ich sage es nochmal: Sünde ist Sünde. Der Prediger, ein Mann aus Eisen, mit stählernem Blick und einer Sprechweise wie ein Presslufthammer, begann mit einem Gebet und versicherte uns sodann, dass wir eine ziemlich üble Bagage seien. Zuerst bewies er uns, dass wir, oder vielleicht auch bloß ich, keinen Pfifferling wert waren.
Ist jemand unter uns, der nicht sündigt? Nein, Römer 3,23 lehrt uns, wir alle sündigen. Dann malte er uns mit kalter Gewissheit aus, was wir zu erwarten hatten, wenn wir nicht einige elementare Neuorientierungen vornehmen, wofür er allerdings nicht viel Hoffnung sah. Wir können nicht gut genug sein, um in den Himmel zu kommen. Wir können nicht ohne Hilfe in den Himmel kommen. Ihr seid dazu nicht fähig. Es gibt keine guten Taten, denn dann könnte man sich die Erlösung erkaufen und damit angeben. Ich könnte prahlen, ich bin gut genug, in den Himmel zu kommen. Ich habe nie gesündigt. Ich bin gut. Er sprach als Experte über die Hölle. Und zwar nicht über die windelweiche Hölle unserer verzärtelten Tage, sondern über eine gut ausstaffierte, weißglühende Hölle, die von erstklassigen Fachleuten bedient wird. Mir war rundum wohl zumute. Jesus Christus hat uns ein Geschenk gemacht. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat euch sein Leben gegeben. Er ist für euch gestorben. Er hat für euch geblutet. Dieses Geschenk liegt vor euch. Ihr könnt darauf zugehen, es anfassen und schütteln und ihr könnt es wieder ablegen. Aber wenn ihr dieses Geschenk nicht annehmt und es euch zu eigen macht, gehört es euch nicht. Und wenn ihr das nicht tut, kommt ihr in die Hölle. Das sind nicht meine Worte, das sind die Fakten. Jahrelang hatte ich nicht sehr viel von mir gehalten. Aber wenn meine Sünden ein solches Format hatten, konnte ich stolz auf sie sein. Ich war nun kein ungezogenes Kind mehr, sondern ein Sünder erster Ordnung. Und das ging mir runter wie Butter. Ein Sünder erster Ordnung. Steinbeck hat, wie sein Altersgenosse Ernest Hemingway, ein raues Image, das beide nach Leibeskräften pflegen. John Steinbeck wächst in bescheidenem Wohlstand auf und verschafft sich eigenständig Lebenserfahrung. 1922 unterbricht er sein Studium und arbeitet als Hilfsarbeiter in Fabriken, auf Baustellen und auf Farmen. Er beginnt zu schreiben und macht sich als Chronist der amerikanischen Wirtschaftskrise der 1930er Jahre einen Namen als Fürsprecher der ausgebeuteten Farmer und Wanderarbeiter. In diesem Milieu spielen seine wichtigsten Werke von Mäusen und Menschen und Früchte des Zorns. Für die Recherchen zu diesem Roman schließt sich Steinbeck einem Trek nach Westen an. Er begleitet enteignete Farmer aus Oklahoma, die von Rezession und Umweltkatastrophen gebeutelt in Kalifornien ihr Glück suchen. Diese Erfahrungen prägen ihn nachhaltig. 1958 erleidet Steinbeck einen kleinen Schlaganfall. Es ist bereits der zweite. Die Ärzte drängen ihn, seinen rastlosen Lebens- und Arbeitsstil umzustellen. Doch das widerstrebt ihm. Eine Art zweiter Kindheit überkommt viele Männer. Sie tauschen ihre Vehemenz gegen das Versprechen einer kleinen Verlängerung ihrer Lebensspanne. Mit einem Gefühl des Grauens habe ich selbst in mir nach dieser Möglichkeit gesucht. Denn ich habe immer vehement gelebt, schwer getrunken, zu viel oder gar nichts gegessen, rund um die Uhr geschlafen oder zwei Nächte durchgemacht, zu hart und zu lange glorios gearbeitet oder eine ganze Zeit völlig vertrödelt. Ich wollte nicht meine Wildheit aufgeben, nur um ein bisschen Boden zu gewinnen. Zu viele Männer zögern ihr Ende mit einem krankhaft langsamen Abgang von der Bühne hinaus. Das ist schlechtes Theater und schlechtes Leben. Ich bin in der glücklichen Lage, eine Frau zu haben, die gerne Frau ist. Das heißt, dass sie Männer mag, nicht ältliche Wickelkinder. Obwohl wir nie über diesen letzten Beweggrund meiner Reise gesprochen haben, bin ich sicher, dass sie ihn verstanden hat. So scheint es, als strebe Steinbeck auf seiner Reise eine doppelte Selbsterneuerung an. Als Künstler, der das Subjekt seiner Literatur wieder kennenlernen, und als Mann, der nach einem lebensgefährlichen Rückschlag dem eigenen Selbstbild wieder gerecht werden will. Die Zähigkeit und der Wille seiner Landsleute haben Steinbeck geformt. Werte, die er auf seiner Reise auf die Probe stellt. Zum Beispiel in Maine, wo gerade Jagdsaison herrscht, als Charlie und Steinbeck den Staat durchqueren.
Es gibt Sitten, Verhaltensweisen, Mythen, Strömungen und Veränderungen, die zur Struktur Amerikas gehören zu scheinen. Wir haben viele Verhaltensweisen von unseren jüngeren Ahnen geerbt, die mit diesem Kontinent gerungen haben, wie Jakob mit den Engeln. Und die Pioniere haben gewonnen. Von ihnen haben wir den Glauben übernommen, dass jeder Amerikaner ein geborener Jäger sei. Und jeden Herbst macht sich eine große Anzahl von Männern auf, um zu beweisen, dass sie ohne Talent, Übung, Kenntnisse oder Erfahrung unfehlbare Schützen sind. Es ist nicht der Hunger, der Millionen bewaffneter amerikanischer Männer jeden Herbst in die Wälder und Hügel treibt, wie die Häufigkeit von Herzversagen bei den Jägern beweist. Sie schießen auf alles, was sich bewegt. Und ihr Erfolg im sich gegenseitig Erschießen mag geeignet sein, um einer Bevölkerungsexplosion vorzubeugen. Wenn sich die Verluste auf ihre eigene Spezies beschränken würden, gäbe es kein Problem. Aber das Abschlachten von Kühen, Schweinen, Hunden und Highway-Schildern macht den Herbst zu einer gefährlichen Jahreszeit für Reisende. Kevin Stecker arbeitet als Hummerfänger vor der Küste von Deer Isle, jeden Tag ab 2 Uhr morgens von Juni bis Oktober. Er ist Selbstversorger. Seinen kompletten Fleisch- und Fischbedarf bezieht der Irakkriegsveteran aus den umliegenden Seen und Wäldern. Das ist eine gute Allround-Waffe. Eine 12-Kaliber-Schrotflinte, halbautomatisch. Die habe ich schon seit 13, 14 Jahren. Ich war mit dem Ding bestimmt schon 15 Mal unter Wasser. Und es funktioniert immer noch ohne Probleme. Die hier ist von vor dem Krieg, eine 1954er. Wenn ich in den Wald gehe, nehme ich diese hier zum Schutz mit. Mittlerweile dürfen wir solche Waffen überall tragen, auch verdeckt. Ich jage gern mit einem Bogen, das macht im Wald weniger Lärm und man muss näher an seine Beute ran. Mit einem Gewehr reicht es völlig, wenn ich durch den Sucher irgendwo in der Ferne das Reh erkenne. Aber mit einem Bogen muss man ganz nah ran. Im Wald ist es leise und das bleibt es auch. Man schießt den Pfeil und der Hirsch läuft weg und man trifft. Ein Gewehr macht Riesenkrach. Es schallt durch den Wald und jeder im Umkreis von 5 Meilen weiß Bescheid, dass du einen Hirsch geschossen hast. Auf solche Mannsbilder trifft Steinbeck 1960 selten. Ihm präsentiert sich ein anderes Amerika. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg explodiert in den USA der Wohlstand. Die Leute leisten sich Waschmaschinen, Radios, Toaster und den neuesten Chevrolet. Am liebsten in rosa oder hellblau. Die Firma Levitt & Sons produziert als erste Fertighäuser in Serie. Ein einfaches, solides Haus kostet nur $8,000. Ideal für junge Familien, die nun massenhaft in die neu entstehenden Suburbs ziehen. 1957 bekommen 123 von 1000 amerikanischen Frauen ein Kind. Ein in der amerikanischen Geschichte beispielloser Prozentsatz. Fortschritt, wohin man nur schaut. Vor Steinbeck tut sich eine neue Welt auf. Ich hatte mein eigenes Land zu lange vernachlässigt. Die Zivilisation hatte in meiner Abwesenheit große Fortschritte gemacht. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als man eine Münze in einen Schlitz warf und dafür einen Kaugummi oder eine Rolle Drops bekam. Aber in diesen Speisepalästen stehen Automaten, die einem für verschiedene Münzen Taschentücher, Reisenecessaires, Haarspray und Kosmetika, Verbandspäckchen, Kopfschmerztabletten wie Aspirin, leichte Medikamente und Pillen zum Wachbleiben liefern. Ich stand fasziniert vor diesen Apparaten. Nach detaillierten Beschreibungen der Neuengland-Staaten heißt es für Steinbeck nun Go West. Er durchquert den Staat New York und schaut sich die Niagara-Fälle an. Im Ambassador Hotel in Chicago verbringt er einige Tage mit seiner Frau Elaine, die aus New York hierher geflogen ist.
Da er in Neuengland nach eigener Ansicht getrödelt hat, fährt Steinbeck ein Stück auf einem Highway Richtung Westen, nachdem er bislang nur auf Landstraßen unterwegs gewesen ist, aus gutem Grund. Diese großen Straßen sind wunderbar für den Gütertransport, aber ganz ungeeignet zur Betrachtung der Landschaft. Man klebt am Lenkrad, die Augen auf das Fahrzeug vor einem gerichtet und auf den Seitenspiegel wegen der Überholenden. Und zugleich muss man alle Schilder lesen, um nur ja keine An- oder Unterweisung zu übersehen. Wenn wir diese Schnellstraße einmal quer durch das ganze Land haben werden, wie es früher oder später der Fall sein muss, dann wird man von New York bis nach Kalifornien fahren können, ohne auch nur das Geringste zu sehen. Auf diesen Straßen waren außerhalb der Industriezentren zahlreiche Mobile Homes unterwegs. Riesige Wohnmobile, die von speziellen Sattelschleppern gezogen werden. Es sind wundervoll gebaute Heime mit Aluminiumhäuten, doppelten Wänden, guter Wärmeisolierung und oft mit Hartholzfurnier verkleidet. Als das mit den Trailern in den 1950ern losging, waren sie eine Art Kuriosität. Jeder wollte einen haben. Heute gibt es Leute, die ihre großen Häuser für $400,000-$500,000 verkaufen, um sich ein neues Heim anzuschaffen, das sehr pflegeleicht und günstig ist. Und hier kann man sich so etwas schon für 40.000, 50.000 leisten. Mobile Homes sind nicht zu verwechseln mit Trailern oder Trailerparks, die in den USA ein absolutes Armutsphänomen sind. Mobile Homes werden industriell produziert, mitsamt Küche und Bad als Fertigheim am Stück geliefert und bei Bedarf auch weitertransportiert. Ein Lebensstil, den Mitte der 50er Jahre zahlreiche Amerikaner für sich entdecken. Steinbeck besucht mehrere Mobile Home Parks und spricht mit den Bewohnern. Komm doch mal raus! Du siehst prima aus. Sie wollen dein Haus drehen. Warum? Sie sind aus Deutschland und machen einen Film über das Leben in Mobile Homes. In meinem Hausanzug. Hallo. Hi. Ich habe mich extra schick gemacht. Das sind übrigens meine Schwiegereltern. Die Eigentümer führten mich nicht nur bereitwillig, sondern stolz und glücklich durch ihr Heim. Die Räume waren zwar klein, aber wohl proportioniert. Alles nur Irgenderdenkliche war eingebaut. Die Schlafzimmer und Betten waren geräumig und der Abstellraum geradezu unglaublich. Das Ganze kam mir vor wie eine Revolution der Lebensweise, die rasch um sich griff. Sie sind so schön und gut gebaut. Und wir haben es hier bequem, Sommer wie Winter. Ich würde sie jedem empfehlen, der ein eigenes Heim will und auch allen, die ein leeres Nest zu Hause haben. Wenn die Kinder ausgezogen sind und man nur noch zu zweit ist, braucht man kein großes Haus mehr. Manche vielleicht schon, aber wir brauchen das nicht. Wir wollen es bequem haben und das hier ist bequem. Der erste Eindruck, der sich mir aufdrängte, war, dass Beständigkeit für die Bewohner dieser mobilen Heime weder erreichbar noch erstrebenswert ist. Sie kaufen nicht für später, sondern nur für die Zeit, bis ein neues Modell herauskommt, das sie sich leisten können. Mein Vater kam aus Italien, sagte er. Er war in der Toskana aufgewachsen, in einem Haus, in dem seine Familie seit vielleicht 1000 Jahren gelebt hat. Kein fließendes Wasser, keine Toilette und gekocht wurde mit Holzkohle oder abgeschnittenen Weinranken. Ich möchte wetten, wenn Sie meinem alten Herrn die Wahl gegeben hätten, er hätte seine Wurzeln gekappt und das hier gewählt. Trotz ihrer Modernität sieht Steinbeck die Mobile Homes in der Tradition uramerikanischer Eigenschaften, wie er seinem Hund Charlie erklärt. Jeder von uns, außer den Schwarzen, die mit Zwang als Sklaven hergebracht worden sind, stammt von den Rastlosen ab, von den Unsteten, die nicht zu Hause bleiben wollten.
Wäre es da nicht sehr ungewöhnlich, wenn wir diese Anlage nicht geerbt hätten? Und wir haben sie geerbt. So gesehen sind wir eine rastlose Gattung mit einer sehr kurzen Geschichte der Verwurzelung. Womöglich ist der tiefere und ältere Trieb der Wille und der Drang, woanders zu sein. In Die Reise mit Charlie äußert sich Steinbeck fasziniert von den Mobile Homes. In einem Brief an Elaine aber zeichnet der Autor ein anderes Bild. Ich sagte zu dem Besitzer, das sieht aus wie ein Architektenbüro. Er sagte, das ist mein Zuhause. Furchtbar. In einem Zuhause sollte sich etwas sammeln. Hoffnung bis unters Dach. Der Keller voller Erinnerungen. In solchen Häusern sollten wir leben. Aber offenbar kommt eine neue Art wie dieser Mann. Dieser leere Haufen Sperrholz und Aluminium ist sein Zuhause. Steinbeck durchquert den Nordwesten und reist dann nach Seattle, eine Stadt, die er seit seiner Jugend kennt. Seattle hatte ich in Erinnerung als eine Stadt auf Hügeln über einer unvergleichlichen Hafenanlage. Eine kleine Stadt mit viel Platz und Bäumen und Gärten und dazu passenden Häusern. So ist es nicht mehr. Die achtspurigen Superhighways schneiden wie Gletscher durch das unbehagliche Land. Der Verkehr tobt mit mörderischer Dichte. Das klingt, als trauere ich einer vergangenen Zeit nach, was die Hauptbeschäftigung der Alten ist. Oder als betreibe ich Opposition gegen den Wandel, was das Bestreben der Reichen und Dummen ist. Beides tue ich nicht. Dieses Seattle war nicht etwas mir Altbekanntes, das sich verändert hatte. Es war etwas Neues. Überall hektisches, krebsartiges Wachstum. Bulldozer rollten die grünen Wälder auf und kehrten den Abfall zum Verbrennen zusammen. Die zersplitterten weißen Schalbretter wurden neben grauen Betonwänden neu aufgestapelt. Ich frage mich, warum Fortschritt immer so sehr wie Zerstörung aussehen muss. Je weiter Steinbeck kommt, desto mehr empören ihn die Folgen des Massenkonsums. Amerikanische Städte sind wie Dachsbauten, von Abfall umgeben, alle ohne Ausnahme. Umzingelt von Bergen rostender Autowracks und fast erstickt unter Müll. Alles, was wir brauchen, kommt in Kisten, Kartons, Behältern, der sogenannten Verpackung, die wir so lieben. Die Berge dessen, was wir wegwerfen, sind sehr viel größer als die der Dinge, die wir benutzen. Mit diesem ökologischen Bewusstsein ist Steinbeck im Jahr 1960 seiner Zeit weit voraus. Der Reisende kommt in seiner Heimat an, Kalifornien. Nach strapaziösen Wochen on the road nimmt Steinbeck sich im Schatten seiner geliebten Redwood-Mammutbäume eine mehrtägige Auszeit. Hat man die Redwoods einmal gesehen, hinterlassen sie einen ersten Eindruck oder erzeugen eine Vision, die man nie wieder los wird. Niemand hat einen Mammutbaum jemals überzeugend gemalt oder fotografiert. Das Gefühl, das sie hervorrufen, ist nicht übertragbar. Sie gebieten Stille und heilige Scheu. Es ist nicht nur ihre unglaubliche Statur, auch nicht ihre Farbe, die zu schillern und sich vor unseren Augen zu verändern scheint, nein, sie gleichen keinem anderen Baum, den wir kennen. Sie sind Botschafter aus einer anderen Zeit. Sie teilen das Mysterium der Farne, die vor 1 Million Jahren in der Kohle des Karbonzeitalters verschwanden. Kann es sein, dass wir nicht gerne daran erinnert werden, wie jung und unerfahren wir in einer Welt sind, die schon alt war, als wir einst in ihr erschienen? Und gibt es vielleicht einen starken Widerstand gegen die Gewissheit, dass eine lebendige Welt noch würdevoll und erhaben fortbestehen wird, wenn wir sie einmal nicht mehr bewohnen? Seit
Südlich der Redwoods liegt Monterey County. Hier ist John Steinbeck 1902 in Salinas zur Welt gekommen, als Kind des deutschstämmigen Kreiskämmerers John Ernst Steinbeck und der irischstämmigen Lehrerin Olive, geborene Hamilton. Er wächst mit drei Schwestern auf. Seine Mutter weckt in ihm früh die Liebe zur Literatur. Der bewegte Alltag der Fischer, Dirnen und mexikanischen Wanderarbeiter aus der Gegend hält er in zahlreichen Romanen fest. Tortilla Flat, die Straße der Ölsardinen oder Wonniger Donnerstag. Deshalb wird die Region heute auch Steinbeck Country genannt. Kein anderer Ort auf der Welt bedeutet Steinbeck mehr als dieses Stückchen Kalifornien, das er für die Reise mit Charlie seit langer Zeit zum ersten Mal wieder bereist. Jetzt breiten sich kleine Häuser in alle Richtungen aus. Jedes wie das daneben. Besonders seit sie versuchen, sich voneinander zu unterscheiden. Und eine TV-Relaisstation ragt in den Himmel, um nervös flimmernde Bilder in tausende winzige Häuschen zu füttern, die sich wie Blattläuse an den Rändern der Straße ballen. Monterey war einst ein geschäftiges Fischerdorf voller Fabriken, Kramläden und Bordelle. Steinbecks Geburtsort Salinas liegt keine 50 Kilometer entfernt. Er ist seit jeher von Monterey angezogen. In den frühen 1930ern lebt er mit seiner damaligen Frau ganz in der Nähe des Hafens. Als er 1960 hierhin zurückkehrt, hat der Ort sich radikal gewandelt. Monterey ist ein Touristennest geworden. Steinbeck sucht einen alten Freund auf, Johnny, einen mexikanischen Barkeeper, der eine kleine Spelunke betreibt. Ich sage dir jetzt ein paar Wahrheiten, Compadre. Geh auf die Straße hinaus und was siehst du? Fremde, Ausländer, zu Tausenden. Schau zu den Hügeln hinauf, ein Taubenschlag. Und Johnny, ich habe nichts gegen die Leute, das weißt du. Aber das sind reiche Leute. Sie pflanzen Geranien in große Töpfe und bauen Swimmingpools, wo früher Frösche und Flusskrebse auf uns warteten. Nein, trauter Freund, wenn dies meine Heimat wäre, könnte ich mich dann hier verirren? Wenn dies meine Heimat wäre, könnte ich dann die Straßen entlang gehen und keinen Gruß hören? Es gab einmal einen großen Mann, der hieß Thomas Wolfe. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt »You can't go home again«. Und das ist wahr. Es führt kein Weg zurück. Man kann nicht wieder nach Hause. Die bittere Ironie ist, dass Monterey seine Anziehungskraft auf Touristen einem Buch von John Steinbeck verdankt. Die Straße der Ölsardinen, im Original Canary Row, benannt nach der Hafenstraße Monterays. Nachdem die Fischindustrie des Ortes in den 1940ern zusammenbrach, sorgte Steinbecks Roman für nie dagewesene Prosperität. Es liegt in der Natur des Menschen, wenn er älter wird, gegen jede Veränderung zu protestieren. Besonders gegen die zum Besseren. Aber es ist wahr, dass wir die Fettleibigkeit gegen den Hunger eingetauscht haben. Und beide können tödlich sein. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Zeit für ein erstes Fazit. Wie schön wäre es, wenn ich über meine Reise mit Charlie sagen könnte, ich bin ausgezogen, um die Wahrheit über mein Land zu finden, und ich habe sie gefunden. Aber was ich im Kopf und tiefer in meinen Empfindungen hatte, war ein unentwirrbares Knäuel. Als ich meine Rückreise antrat, war mir klar, dass ich nun nicht mehr alles sehen konnte. Meine innere Fotoplatte war mit Eindrücken überladen. Rückkehr Richtung Ostküste. Steinbecks Reise nimmt Fahrt auf. Der Bericht wird ärmer an Details. Der Autor durchquert den Südwesten und nimmt sich nur noch zwei große Ziele vor. New Orleans und davor Texas, die Heimat seiner in Austin geborenen Frau Elaine. Ich möchte gleich sagen, dass ich Texas auch dann nicht hätte umgehen können, wenn ich es gewollt hätte.
denn ich bin in Texas beweibt und beschwiegermuttert, beonkelt und betantet und bevettert, fast mit jedem Zoll meines Lebens. Ihm geografisch fern zu bleiben, hätte mir nicht das Geringste geholfen. Denn Texas geht mitten durch unser Haus in New York und durch unser Cottage in Sag Harbor. Das hier ist das Grundstück von Fran und John Atkinson. Fran Atkinson war Elaine Steinbecks mittlere Schwester. Hier stand früher ein Steinhaus aus Feldsteinen. Als John die Reise mit Charlie schrieb, fuhr er durch Texas und machte auch in Austin Halt, wie man im vierten Teil des Buches nachlesen kann. John ließ Elaine aus New York einfliegen und alle trafen sich hier. Das Familientreffen wird im Buch nicht erwähnt. Steinbeck kommt erschöpft nach Austin, tief bedrückt von den Eindrücken in Monterey, wo er zu allem Überfluss mehrere Tage wegen einer Lebensmittelvergiftung in einem Krankenhaus verbrachte. Doch vor allem sein Herz bereitet mehr und mehr Probleme. Keiner wollte, dass er diese Reise macht. Seine Freunde, sein Arzt, seine Frau, alle waren dagegen. Elaine war sehr beunruhigt und sie hat ihn mehrfach auf seiner Fahrt besucht. Einfach aus Sorge. Aber er wollte diese Reise machen, auf Biegen und Brechen, wie man so sagt. Und man muss schon sehr von seinem Projekt überzeugt sein, um Elaine zu überreden. Denn meine Tante war eine starke Persönlichkeit. Ebenso wenig erwähnt Steinbeck, dass er mit fortschreitender Reise immer mehr auf Elaines Unterstützung angewiesen ist. Insgesamt verbringt Elaine mehr als die Hälfte der 2,5-monatigen Tour an Johns Seite. Für die beiden war es Liebe auf den ersten Blick. Und den Rest ihres Lebens waren sie unzertrennlich. Sie hatte immer alles im Griff. Wenn man einen Raum betrat und sich umsah, war Elaine der Blickfang, nicht John. Sie war noch jung, als er starb. Und nach seinem Tod lebte sie umgeben von Berühmtheiten. Sie war über 40 Jahre lang seine Witwe. Die Vorstellung, eine Beziehung mit einem neuen Partner einzugehen, ich glaube, das kam für sie einfach nicht in Frage. Im Buch kommt Elaine nicht vor, weil es ja ein Roman und keine Autobiografie ist. Ein paar Mal erwähnt er, dass sie mit dabei war. Und ich glaube, in dem Kapitel über Austin kommen ihr Besuch, seine Schwiegereltern und der Rest von Elaines Familie, die Andersons, vor. Aber ich weiß, dass sie noch viel öfter dabei war. Darüber hat er einfach nicht geschrieben, denn darum ging es ja auch nicht. Das Buch war eine Wiederentdeckung des Landes, zu dem er glaubte, die Verbindung verloren zu haben. Die Verbindung zu Elaine hat er nie verloren, nie. Mit Optimismus hat Steinbeck die Reise begonnen. Doch seine Hoffnungen und Illusionen sind in Texas längst verloren. Steinbeck sieht das Land in einem nie dagewesenen Wohlstand, der jedoch, so seine Befürchtung, in sinnloser Verschwendung endet. Ein Land, das sich zum Führer der freien Welt erklärt hat, obwohl diese Freiheit nicht mal für einen großen Teil der eigenen Bürger gilt. Vor mir lag ein Gebiet, das zu sehen ich mich fürchtete, aber das ich hören und sehen musste. Der Süden. Ich sah dem Süden mit Grauen entgegen. Hier herrschten, so viel war mir klar, Leid und Chaos und die manischen Folgen von Verwirrung und Angst.
Steinbeck besucht die Südstaaten, als dort die Rassenunruhen ihren Höhepunkt erreichen. 5 Jahre ist es her, dass Rosa Parks sich in einem Bus in Montgomery, Alabama, geweigert hat, für einen weißen Mann ihren Sitzplatz zu räumen und damit gegen geltendes Gesetz verstieß. Es folgten Proteste von Schwarzen und Bürgerrechtlern im ganzen Land. Der Pastor Dr. Martin Luther King ist zum Wortführer eines gewaltlosen Widerstandes geworden. Zahlreiche Weiße im Süden reagieren auf diese Bewegung mit Hass. Der nach dem Zweiten Weltkrieg weitestgehend verschwunden geglaubte Ku Klux Klan erhält neuen Zulauf, übt Druck auf die schwarze Bevölkerung aus, schikaniert und ermordet Bürgerrechtler. Doch in den Südstaaten kommen auch Reformen auf den Weg. Steinbeck will sich ein Bild von einer der wichtigsten machen, der Schulreform. Gegen Ende 1960, als ich mich noch in Texas befand, war das am meisten in der Presse beschriebene und fotografierte Ereignis die Einschulung einiger sehr kleiner schwarzer Kinder in New Orleans. Hinter diesen kleinen schwarzen Würmchen stand die Hoheit des Gesetzes und seine Macht, Zwang auszuüben. Aber gegen sie standen 300 Jahre der Furcht und der Wut und der Angst vor Veränderung in einer sich verändernden Welt. Was die Reporter so wild auf die Geschichte machte, war eine Gruppe von korpulenten Frauen mittleren Alters, die sich, ausgehend von einer eigenartigen Definition des Wortes Mutter, jeden Tag versammelten, um die Kinder lauthals zu beschimpfen. Eine kleine Anzahl von ihnen hatte sich darin so hervorgetan, dass sie als The Cheerleaders bekannt geworden waren. Steinbeck fährt nach New Orleans, um die Demonstrationen von Weißen gegen die erstmalige Einschulung schwarzer Kinder an einer weißen Schule in Louisiana mitzuerleben. Rosinante ist mit einem Nummernschild aus New York versehen und Auswärtige sind in jenen Tagen keine gern gesehenen Gäste. Um keinen Ärger zu bekommen, verkleidet sich Steinbeck als Seemann und fährt mit dem Taxi zur Schule. Wo sind Sie her? Fragte der Taxifahrer ohne jede Spur von Interesse. Liverpool. Ein Limey, hä? Na, dann wird Ihnen nichts passieren. Es sind die gottverdammten New Yorker Juden, die den ganzen Ärger hier machen. Alle sind glücklich und zufrieden. Jawohl, ich mag die Nigger. Und dann kommen diese gottverdammten New Yorker Juden und hetzen die Nigger auf. Die sollen doch in New York bleiben. Dann hätten wir hier keinen Ärger. Ausmerzen sollte man die. Sie meinen lynchen? Genau das meine ich, Mister. Ich bin ein Kind der 60er. Und damals herrschte hier Rassentrennung. Komplett weiße Gesellschaft, komplett schwarze Gesellschaft. Alle öffentlichen Einrichtungen waren getrennt. Es gab öffentliche Toiletten für Weiße und öffentliche Toiletten für Schwarze. Die Politiker nannten das damals getrennt, aber gleichberechtigt. Aber es war alles andere als gleichberechtigt. Die Einrichtungen der Weißen waren viel aufwendiger und es wurde mehr Geld hineingesteckt. Ich bin Taxifahrer und viele ältere Kollegen erzählen davon, dass sie früher keine Weißen befördern durften. In den 60ern wurde man verhaftet, wenn man Weiße fuhr. Das Mädchen, das an der William-Franz-Schule eingeschult wird, ist die 6-jährige Ruby Bridges. Sie hat die Schule an diesem Tag beinahe für sich alleine. Nur ein einziges weißes Kind wird in die nun gemischte Schule gebracht. Der Rest der weißen Eltern konzentriert sich darauf, die kleine Ruby aufs Übelste zu beschimpfen. Die Vorstellung begann pünktlich. Sirenen heulten, Motorradpolizisten erschienen. Dann hielten 2 große schwarze Limousinen mit großen Männern in hellen Filzhüten vor der Schule. Die Menge schien den Atem anzuhalten. 4 hünenhafte Marshals stiegen aus jedem Wagen. Und von irgendwo aus dem Innern der Autos förderten sie das kleinste schwarze Mädchen zutage, das man je gesehen hat. Das kleine Mädchen sah nicht zu der heulenden Menge hin. Aber von der Seite wirkte das Weiß seiner Augen wie bei einem erschrockenen Rehkitz.
Auf einmal machte es einen komischen Hopser. Und ich glaube, ich weiß, was es war. Ich glaube, in seinem ganzen Leben hatte das kleine Mädchen keine 10 Schritte getan, ohne zu hüpfen. Aber jetzt, mitten in seinem ersten Hüpfer, drückte die Last es nieder. Und seine kleinen, runden Füßchen machten gemessene, zögernde Schritte zwischen den riesigen Wächtern. Keine Zeitung hatte die Worte gedruckt, die diese Frauen da schrien. Aber jetzt hörte ich diese Worte. Und sie waren bestialisch, unflätig, absolut widerlich. Mir wurde ganz schlecht vor Ekel. Charlie hat nicht unsere Probleme. Er gehört nicht zu einer Spezies, die zwar klug genug ist, um Atome zu spalten, aber nicht klug genug, mit sich selbst in Frieden zu leben. Es wäre schwierig, einem Hund zu erklären, welchen guten und moralischen Sinn es hat, wenn 1000 erwachsene Menschen sich versammeln, um aus Leibeskräften ein winziges Menschenkind zu beschimpfen. Ich bin überzeugt, dass Hunde im Innersten denken, wir Menschen sind alle verrückt. Meine Reise hatte lange vor meiner Abfahrt begonnen und war vorbei, bevor ich zurückkam. Ich weiß genau, wann und wo sie vorbei war. An einem windigen Nachmittag um 4 Uhr in der Nähe von Abington im Südwestzipfel von Virginia machte sich meine Reise ohne Vorwarnung, ohne Gruß und Abschiedskuss davon und ließ mich fern der Heimat allein. Der Rest war ein grauer, zeit- und ereignisloser Tunnel, doch an dessen Ende winkte die leuchtende Realität. Meine Frau, mein Haus in meiner Straße, mein Bett. Wie durch Zauberei gelangte ich auf die Hoboken-Fähre und dann an Land, weit unten, Downtown. Ich bog nach links, dann nach rechts, fuhr verkehrt herum in eine Einbahnstraße hinein, musste zurücksetzen und wurde mitten auf der Kreuzung von einem wirbelnden Strudel zurückkehrender Pendler blockiert. Schließlich fuhr ich in einer Parkverbotszone an den Bordstein, lehnte mich zurück und lachte los. Ein altmodischer Polizist mit herrlich rotem Gesicht und frostigen blauen Augen lehnte sich zu mir herein. »Was ist los mit dir, Mac? Betrunken?«, fragte er. »Officer«, sagte ich. Mit diesem Ding bin ich durchs ganze Land gefahren, durch Gebirge, Ebenen, Wüsten. Und jetzt komme ich in meine eigene Stadt zurück, wo ich zu Hause bin, und habe mich verirrt. Er grinste glücklich. Mach dir nichts draus, Mac. Ich habe mich erst letzten Samstag in Brooklyn verirrt. Also, wohin soll's denn gehen? Und so fand der Reisende wieder nach Hause. So versöhnlich endet Steinbecks Reisebericht. 1962 wird die Reise mit Charlie veröffentlicht. 5 Jahre später unternimmt Steinbeck seine letzte weite Reise nach Vietnam. Als einer der wenigen Intellektuellen Amerikas unterstützt Steinbeck den Vietnamkrieg. Für seine Haltung wird er heftig angegangen. Für die 68er-Bewegung ist Steinbeck hiermit gebrandmarkt. Sein öffentliches Ansehen leidet darunter bis heute. Dabei zeugen Briefe Steinbecks von einer ambivalenten Haltung gegenüber dem Krieg. Und nach der Reise mit Charlie scheint es mehr als fragwürdig, ob er zu jenen amerikanischen Werten steht, die angeblich in Vietnam verteidigt werden. Bereits 1961, während der Niederschrift seines Reiseberichts, schreibt er seinem Verleger: »Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich diesen Verfall beschreiben soll. Es stürzt ja nichts ein oder fliegt krachend in die Luft. Es rottet alles einfach vor sich hin, erschöpft und antriebslos. Auf meinen Reisen habe ich wenig Armut gesehen. Ich rede von der schrecklichen Armut der 30er Jahre. Die war wenigstens real und greifbar. Was ich aber gesehen habe, war eine Art von Krankheit. Man hat Wünsche, aber es gibt nichts, was man wirklich will. Unter dieser Oberfläche bilden sich Gase wie in einem Leichnam. Ich wage nicht, mir vorzustellen, was geschieht, wenn diese Gase eines Tages explodieren.
Kurz nach der Veröffentlichung des Reiseberichts erhält Steinbeck in Sag Harbor die Nachricht, dass ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen worden ist. Dennoch ist Steinbeck bis an sein Lebensende voller Zweifel über sein Schaffen. Kritik an seiner Arbeit versetzt ihn immer wieder in depressive Zustände. 1968, 8 Jahre nach der Reise mit Charlie, stirbt John Steinbeck in Sag Harbor an Herzversagen. Seine Asche ist auf dem Friedhof von Salinas in seiner Heimat Kalifornien beigesetzt. Die Reise mit Charlie und Steinbecks US-Roadtrip finden heute zahlreiche Nachahmer. Die Faszination dieser Straßen bleibt ungebrochen. Vielleicht war es auch ein bisschen die amerikanische Motivation des Reisens. Man reist nicht so sehr, um etwas zu sehen, sondern um hinterher etwas erzählen zu können.